Hallo und herzlich willkommen heute zum neuen Video. Und ja, ich habe wieder mein Käppi auf. Das liegt aber an meiner tollen Corona-Frisur. Es ist gerade die Zeit halt. Und darum, ja, weil unter den letzten Videos, um nur kurz auf die Kommentare einzugehen, kam einer, setz das Käppi lieber ab. Ich trage sonst nicht so oft eins, gerade wegen Corona. Aber es ist gar nicht unser Thema heute. Thema ist die Vorspurkurve. Es geht also quasi um die Achsvermessung bzw. um ein ganz besonderes Detail, und das ist die Vorspurkurve, die als besseres Wort lauten könnte eigentlich Spurkonstante. Das erklärt sich gleich, wenn ich hier an der Tafel noch eine Grafik anbringe, weil ich möchte die Vorspurkurve erklären. Die kann man auch bei recht wenigen Fahrzeugen an sich einstellen. Da muss ich mal zurückspringen, weil wir gerade meinen A8 W12 haben, wenn ihr das ein bisschen verfolgt. Der hat ja die Vierlenkerachse, die wir neu gemacht haben. Und da geht es mir halt um die Vorspurkurve. Und da habe ich überlegt, wenn man darüber im Netz gar nichts findet, dass wir die mal erklären. Und diese Vierlenkerachse, jetzt komme ich dahin, die gibt es quasi seit Audi A4, Passat 3BG, dann geht das weiter in Audi A4, A6, A8 in der Baureihe. Fast diese ganzen Autos, Passat, Superb müsste es sein. Grundlegend diese Baureihe ist, dass die Vierlenkerachse hat. Und bei dem größten Teil dieser Autos kann man halt die Vorspurkurve einstellen. Und die macht unwahrscheinlich viel aus letztendlich. Und wir nennen sie Spurkonstante, weil ich darüber die Konstante der Spur einstellen kann. Mein Auto arbeitet ja die ganze Zeit. Und gerade auch, wenn wir eine Achsvermessung machen und ein Auto tiefer gelegt ist, müssen wir gucken, stehen die Spurstangen jetzt so oder so, weil je nachdem, wie er dann einfedert oder ausfedert, zieht er ja die Achse rein oder raus. Und bei der Vierlenkerachse ist die Spurstange oben mit angebracht, bei den Lenkern, und hier hat man die Möglichkeit, über circa 5 mm sind es in etwa, wo ich die Spurstange in der Höhe verstellen kann. Da denkt man sich jetzt ja, wofür denn die Höhe vom Kopf verstellen? Das ist ja egal. Nee, ist es nicht. Das macht sehr viel aus. Und um das jetzt zu veranschaulichen mal, an der Tafel werde ich jetzt etwas anmalen, um das versuchen zu erklären, was passiert, wenn man diesen Spurstangenkopf von der Höhe verändert. Ja, was habe ich angemalt? Einmal den Federweg, wenn das Fahrzeug ausfedert, ist das. Also hier steht das Auto quasi gerade in der eigentlichen Position, und das ist jetzt der Weg, den er ausfedert, um Zentimeter, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zentimeter ausfedert. Dann haben wir hier die Nachspur und hier die Vorspur als Beispiel. Und wir haben jetzt unseren Punkt, wir haben das Fahrzeug vermessen und ich sage mal einfach, wir haben das Fahrzeug auf beispielsweise 8 Minuten Vorspur gestellt. Jetzt nehme ich mir mal eben kurz andere Farben. So, wenn wir jetzt diesen Spurstangenkopf, ich gehe jetzt einfach mal vom Serienfahrzeug aus, beim A8 zum Beispiel, diesen Spurstangenkopf um 5 mm, also komplett unten stehen haben, dann wird die Spur beim Ausfedern wahrscheinlich, ja mal grob, ist eine Zirka-Zeichnung, einfach wegwandern. Das heißt, er federt aus und ich kriege eine absolute Nachspur. Er wird mir die Räder komplett aufziehen. Was das noch auf sich hat, komme ich gleich auch noch mal zu. Genauso haben wir es eigentlich umgekehrt, wenn wir den Kugelkopf, genau umgekehrt, wenn wir den Kugelkopf nach ganz oben geschraubt haben, dann läuft es uns quasi genau in die andere Richtung. Jetzt nehmen wir mal als Beispiel eine Mittelstellung, beziehungsweise wenn wir das Auto denn dann vermessen und in der richtigen Position haben, beziehungsweise den Spurstangenkopf. Ja, den Spurstangenkopf vermessen tun wir ja nicht. Wir vermessen ja die Vorspurkurve. Das ist nämlich gerade die Vorspurkurve, wenn man will. Wenn wir die richtig eingestellt haben, als Beispiel würden wir jetzt den Spurstangenkopf mittig setzen, dann, wie werden wir ungefähr laufen? So, also wir werden leicht rund werden, aber wir werden immer irgendwo in diesem Bereich bleiben. Das heißt, unsere Spur ändert sich, obwohl das Fahrzeug ein- oder ausfedert, nicht zu stark. Das ist ja genauso, wenn wir jetzt die Linie mal betrachten und wir nach oben weitergehen hier, dann geht es ja hier direkt auch so ein bisschen in die andere Richtung. Das heißt, sobald das Fahrzeug ein- oder ausfedert, habe ich immer das Problem, dass meine Spur entweder komplett eine komplette Vorspur, also die Spur geht zu, wenn man so will, oder eine Nachspur, die Räder öffnen sich komplett. Dementsprechend wird das Fahrzeug instabil. Deswegen hatte ich eben mal das Wort benutzt,
Spurkonstante. Er soll die Spur ja konstant irgendwo in dem Bereich halten, wenn das Fahrzeug ein- und ausfedert. Das heißt, wenn ich Vollgas gebe, hält das Fahrzeug seine Spur. Genauso wie wenn ich voll bremse. Weil als Beispiel, hier wäre es ja jetzt der Ausfederweg. Wenn ich jetzt komplett Vollgas gebe und das Auto federt aus und ich hätte jetzt diese Einstellung gewählt mit meinem Spurstangenkopf ganz unten, hätte ich eine Wahnsinns-Nachspur, die Räder gehen auf, das hieße zum Beispiel im Vollgas geben, federt er etwas aus, die Räder ziehen sich auf und dann wird der, ja, das Auto will vorsichtig gesagt überall hin und die Lenkung entsprechend wird auch, ja, wie soll ich sagen, weich, unangenehm einfach. Man fühlt sich nicht wirklich sicher in dem Moment und dann denkt so irgendwie das Auto, weiß ich nicht, das fährt nicht so schön, nicht auf Schienen, wie zum Beispiel jetzt, ich sag's wieder beim Audi, beim Quattro, sagt man, man fährt auf Schienen, aber wenn die Vorspurkurve beschissen ist auf gut Deutsch, auch dann wird der beim vollen Bremsen oder Gas geben nicht mehr so schön auf den Schienen fahren, weil die Spur sich halt so enorm, wie man es hier sieht, ändert. Ich wiederhole mich gerne auch, das ist jetzt nur eine grobe Zeichnung, man soll da jetzt nicht genau auf die Minuten gucken, das ist nur, um einfach zu sehen, was passiert eigentlich überhaupt. Und was bedeutet die Vorspurkurve? Und das kann man halt nur bei den Autos einstellen. Stimmt nicht, es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, aber im normalen Straßenverkehr bzw. Serienfahrzeug findet man es sonst relativ wenig. Ähnlich wäre der Effekt, würde sich es auch verändern, wenn man Spurstangenkopf zum Beispiel drehen würde. Auch dadurch ändere ich ja die Höhe. Wenn ich jetzt mal versuche, wenn wir auf unsere Vierlenkerachse von oben schauen, dann habe ich ja hier mein Domlager. Von da aus gehen dann die Lenker einmal, ja, wir gucken von oben drauf. Hier ist jetzt ja das Federbein, weil jetzt geht es ja hier runter zum Rad und dann haben wir hier nochmal die Spurstange, die auch oben sitzt in der Radhausschale, wenn man will. Die sitzt hier, kann ich die Höhe verändern. Und die sollte halt möglichst parallel mit unseren beiden Lenkern oben arbeiten, damit der beim Ein- und Ausfedern, dass die so ziemlich die gleiche Bewegung machen. Aber um das zu sehen und zu verstehen, wäre mein Vorschlag, dass wir in die Werkstatt springen im nächsten Video, mal ein Auto hochnehmen. Wir haben ja mehrere Audis auf dem Hof, wo diese Möglichkeit an sich besteht. Aber weil wir das Projekt W12 haben, nehmen wir den einfach mal auf die Bühne und an dem zeigen wir euch das auch. Vor allen Dingen, wie stelle ich denn hier oben die Schraube ein? Weil da kommt man ja so gar nicht dran. Auch da gibt es bestimmte Vorgaben vom Hersteller. Da gibt es dann wiederum Spezialwerkzeug und wie viel muss das Auto angehoben werden und wie sollte man es anheben? Und viel interessanter ist, wie kann ich das alles machen, wenn ich das Spezialwerkzeug nicht habe. Weil der eine Punkt ist einmal, dass man mehrere tausend Euro für diese Sachen ausgeben müsste. Was ja an sich richtig ist. Was aber wieder eine Schwierigkeit darstellt bei dem, was wir überwiegend machen, weil wir die Autos ja tiefer legen. Und dann bringen die ganzen Maße vom Hersteller eigentlich so in dem Sinne nichts mehr, weil diese ganzen besonderen Höhen beziehen sich ja an sich auf Serienauto und das haben wir ja so gar nicht gegeben. Aber da gibt es dann halt andere Möglichkeiten, wie man das verändern kann. Und das wollen wir mal gucken, dass wir das auch mal in Zahlen an der Achsvermessung zeigen und wie man das als Laie rein theoretisch machen kann, ohne dass man das ganze Spezialwerkzeug hat. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten und wir werden euch eine davon mal zeigen, weil ich selber habe aus Neugier auch schon das Internet danach mal durchsucht. Und ich habe nichts an wirklichen Informationen zu der Vorspurkurve gefunden und darum fand ich es sehr interessant, dass wir darauf mal etwas eingehen. Wo wir auch noch mal kurz drauf eingehen, ist die Spur. Ich sag mal, das ist jetzt die Achse, Vorderachse, Hinterachse, nur als Beispiel. Es kann auch beides die Vorderachse sein. Fahrtrichtung ist nach oben. So, hier haben wir Fahrtrichtung. Und wenn meine Räder jetzt so stehen, dann habe ich nämlich eine Vorspur, das hätten wir in diesem Bereich. Und wenn die Räder so stehen, dann stehen sie halt, ich sag's mal, offen letztendlich. Dann haben wir die Nachspur, das wären dann hier minus 10, minus 20 oder minus 30 Minuten. Und dann versteht sich auch, wenn wir die Räder, sage ich mal, jetzt leicht auf der Vorspur stehen haben, unser Spurstangenkopf ist falsch eingestellt als Beispiel und das Auto federt vollkommenst aus, dann laufe ich komplett in die Nachspur, weil er beim Ausfedern, sagen wir mal, Gas geben, wird die Spur
ja, ich nenne es jetzt mal geöffnet, weil jetzt ziehe die Räder ja so nach außen, habe also eine Nachspur. Und dann will das Auto halt die ganze Zeit als Beispiel nach links oder nach rechts. Und viele haben dieses Gefühl, wenn man das richtig einstellt, dann fährt das Auto auch nachher komplett anders an sich. Und dann wird man sich so pudelwohl und sicher fühlen. Regulär, wenn wir gerade beim VAG-Konzern sind, sollte eine Werkstatt das bei einer Achsvermessung rein theoretisch berücksichtigen. Ohne jetzt was Böses zu wollen, ich behaupte ganz vorsichtig, das wird fast nirgendwo gemacht, weil es ist ein Wahnsinns-Zeitaufwand und es würde auch wirklich Geld verschlingen. Und eine normale Achsvermessung in den meisten Werkstätten wird sich wahrscheinlich irgendwo zwischen 80 und 120 Euro, sagen wir mal um die 100 Euro einfach bewegen, wenn sie halbwegs was ist. Und dort würde sowas niemals mitgemacht werden können, aufgrund dessen, was man noch zusätzlich an Werkzeug braucht, was man an Zeit und Nerven dafür ein bisschen braucht. Es sei denn, man hat es richtig drauf, dann geht das auch verhältnismäßig schnell bestimmt. Aber sowas wird halt fast nirgendwo letztendlich gemacht. Ich sag mal, die Achsvermessung umfasst ja noch viel mehr, aber da will ich jetzt gar nicht eingehen. Wir bleiben erstmal bei der Vorspurkurve. Ja, ich will auch langsam zum Ende kommen. Ich hoffe, es war grob veranschaulich, was ich wollte. Da hat Audi halt viel Wert drauf gelegt, dass das Fahrzeug durch die Vorspurkurve, dass wir die hier einstellen können, unwahrscheinlich sportlich, agil, aber auch komfortabel bleibt, indem man einfach die Spur so konstant halten kann. Und wichtig ist auch mal links und rechts zu unterscheiden, weil ich kann ja auch noch das Spiel und die Fertigungstoleranzen der Buchsen und der Achse somit halt ausgleichen. Ja, so viel zu der Genialität der Vierlenkerachse, auch wenn sie für manche Schrauber verhasst ist, weil sie halt wesentlich mehr Arbeit bedeutet. Aber das ist halt die Mischung aus Komfort und Performance, was das Ganze angeht, einfach. Besser kann man es nicht zusammenfassen. Ich würde sagen, wir treffen uns im nächsten Video wieder auf unserem Achsmessprüfstand und werden das Ganze mal an unserem A8 versuchen, nenne ich es vorsichtig, einstellen. Es sollte alles gängig sein, weil wir da recht viel neu gemacht haben. Und dann werden wir es halt mal versuchen oder euch zeigen, welche Möglichkeit es gibt, das halt einzustellen. Dann werden wir erst die linke, die rechte Seite einstellen und einfach mal gucken, wie sich die Spur verändert. So eine Kurve wird man dann natürlich nicht sehen, aber durch Ablesen der Minuten, indem ich das Fahrzeug halt aus- und etwas einfeder, kann ich halt sehen, um wie viel sich da die Spur verändert. Aber wie gesagt, das gucken wir uns in der Werkstatt an. Ich freue mich drauf und ich würde mich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Für Fragen, Anregungen gerne unten in die Kommentare. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal und verabschiede mich. Tschüss!